Ja, hallo und herzlich willkommen bei Brad und Mate. Schön, dass ihr dabei seid. Winke, winke. Ja, heute bauen wir im Livestream, in Kooperation mit der Spielzeugwelt Riga-Buchebner, mit der wir das als Rezessionsmodell von Lego schon früher bekommen haben, den Lego Star Wars Helm mit der Nummer 75304 ab 18 Jahren mit 834 Teilen. Das Ganze kommt in einem großen Karton. Wir haben ja schon auf BrickBrad.at, wenn ihr auf YouTube reinschaut, den Batman-Helm gebaut. Jetzt bauen wir den Darth Vader-Helm. Der Batman-Helm hat ungefähr die Hälfte der Teile, ein bisschen weniger mit 410. Und ihr seht schon an der Verpackung, das hat schon was. Der schaut schon, der dürfte ganz cool werden. Das Logo ist natürlich auch ziemlich cool. Da mit dem Imperiums-Logo ist das, glaube ich. Also die Schachtel mega cool in schwarz. Bin ja skeptisch gegenüber den schwarzen Schachteln, aber die schaut schon richtig nice aus. Hinten noch Bilder vom Original Darth Vader, in der Mitte der Helm, da sehen wir auch die Größe, 20 cm ist er dann am Ende hoch. Kostenpunkt, den werden wir uns noch kurz anschauen, 70 Euro kostet er. Also bekommt es mehr als doppelt so viele Teile, kostet 70 Euro, das ist okay, also vom Preisvergleich fürs Normale. Lieferbar ist ab dem 26. April, jetzt kann man den schon vorbestellen. Ja, cooles Set auf jeden Fall, haben wir schon gesagt. Schön, also das ist cool, wenn du drüber fährst, das ist so glänzend, während der Rest rundherum ganz normale Verpackung ist und das ist halt diese glänzend, so gleich Konturen. Das ist echt nice, also verpackungstechnisch wirklich cool. Auch mit dem roten Schimmer und so weiter, das hat schon was. Mach mal auf das Ganze. Auf der Rückseite ist es alles normal, also da habt ihr es nicht. So, also beim Batman-Helm mit der Hälfte von den Teilen und auch 60 Euro haben wir drei Bauabschnitte gehabt. Bauzeit ca. 45 Minuten, eine Stunde. Allerdings haben wir keine Sticker gehabt, was wir da jetzt scheinbar haben. Einen ganzen fetten Stickerbogen. Die Bauanleitung ist größer. Also die Bauanleitung von der an sich Größe gleich groß, aber so leicht gebunden, weil es wahrscheinlich größer ist, weil das andere doch noch ein kleineres Heftel ist. Ist jetzt kurze Infos zum Darth Vader, das ist so seine erste, ja, wie er da dazukommt im Film. Dann habt ihr die ersten drei Bauabschnitte und da sehen wir, da fehlt noch der ganze Helm oben, das heißt, das wären wahrscheinlich fünf Bauabschnitte, genau. So hätte ich es geschätzt. Zwei mehr als beim letzten Mal. Da sehen wir, wie es dann am Schluss ausschauen wird. Ja, wir bauen das Ganze jetzt da.
So schaut's aus. Und dann sind wir fertig. Also, den Teil haben wir gefunden, unter dem Mikroskop gesucht. Das war's. Nach 156 Seiten sind wir durch mit der Bauanleitung, mit dem Lego-Set 75304, dem Darth Vader-Helm Würmten, dank der speziellen Triggerbuchebene von Lego als Rezessionsmodell schon früher zur Verfügung gestellt bekommen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, so in dieser Stream-Qualität. Schreibt es rein, wenn ihr mehr sowas sehen wollt, dass die ganze Bauzeit vielleicht da und nicht nur irgendein Speedbild. So, jetzt sehen wir diese... So schaut's aus. Also, wenn das nicht toll ist, machen wir Handyfoto. Gibt es was Schöneres? So schaut's aus, das Ganze. Ja, Darth Vader Helm. Schaut lässig aus und ich habe schon was zerstört. Nein, was habe ich zerstört? 5 Minuten, nicht einmal bin ich fertig. Zwei Teile sind schon abgebrochen. Dieser Hals, grause. Ja. Das ist der Darth Vader Helm. 834 Teile, kostet 70 Euro, wenn ich richtig gesehen habe. Bei Lego erscheint am 26. April, also 69,99, hat 834 Teile. Wir schauen uns. Das ist der Helm von Batman, der wesentlich kleiner ist. Und dann siehst du das Ganze so. Das ist der Batman, der kleine. Das ist der kleine Darth Vader. Und da seht ihr halt schon, wo die Teile stecken beim Darth Vader. Er ist halt schmäler und so und leichter. Der Darth Vader ist schon schwerer. Du merkst halt schon, dass da die doppelten Teile verbaut sind. Sonst, ja, wenn du es nebeneinander hast, klar, ist ein ganz anderes Thema. Deswegen stellen wir den da weg. Das ist der Darth Vader. Können wir den ein bisschen da noch vortun? So. Und das Licht noch ein bisschen anders hin. Dann können wir uns den ein bisschen im Detail da anschauen. Hoppala, nicht die Kamera da wieder. Ich mach's immer so. Schaut euch das an. Das ist da der Fehler. Setzen. Und so schaut er aus, der Fehler. Das Licht von der anderen Seite vielleicht so besser, oder? Und dann sehen wir das. Ja, wie gesagt. Das ist mal bunte Stelle leider rein. Weiß nicht, ob das von mir ist. Sieht man das da? Seht ihr das? Sonst schaut er rundherum ganz gut aus. Das passt schon da beim Schließen. Das hast du halt auf beiden Seiten, diese bunte Stelle. Sonst, wenn man da umdreht, da hast du halt dieses Unterteil, aber das passt. Das ist ein paar bunte Teile. Das ist alles okay. Ich finde, das schaut cool aus. Hat coole Details. Ja. Gefällt mir gut. Also, jetzt ist doch mehr Star Wars Fan. Schon ganz cool. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, Leute. Damit beenden wir das Ganze. Bis zum nächsten Mal. Ciao.